Lange ist es nicht mehr hin, bis Tatjana Xell im Dschungelcamp zu sehen ist. Jetzt hat die 46-Jährige offen über ihre Vergangenheit als Escort Girl gesprochen. Gegenüber Bild erklärt Tatjana Xell: Ja, ich war ein Escort Girl. So habe sie auch ihren Mann, den Schönheitschirurgen Franz Xell, kennengelernt. Eine Freundin erzählte mir, wie sie mit Männern umgeht und wie man damit noch viel mehr Geld verdienen kann. Gesteht die Blondine die alte Geschichte, dass sie Franz durch ihren Beruf als Arzthelferin getroffen hatte, entpuppt sich damit als Lüge. Angst vor dem Unbekannten. Begleitet hätten sie in dieser Phase ihres Lebens zwei Gefühle. Erstens, die Angst vor dem Unbekannten. Auch moralisch vor dem Verbotenen. Zweitens, die Neugier auf das Unbekannte. Berichtet sie weiter. 3 Monate arbeitete sie in einer gehobenen Escort-Agentur. Mit genauso vielen Männern hatte sie Dates. Das letzte war mit ihrem späteren Ehemann. Er sei der beste Kunde. Hatte man mir angekündigt, seriös, reich, will keinen Sex, nur ausgehen. Ein Arzt und Millionär, er hat mir schöne Sachen gekauft. Und später auch eine Wohnung in Nürnberg angemietet. Es war auch für mich überraschend, dass daraus eine so hohe Liebe wurde. Wie in Pretty Woman schwärmt die Skandal-Nudel weiter. Franz Xell starb 2003. Die Liebe endete nach 9 Jahren mit dem Tod des Arztes im Jahr 2003. Er wurde überfallen und Tatjana Xell stand unter Tatverdacht. Mittlerweile ist der Vorwurf vom Tisch und die extravagante Luxus-Lady muss sich bald im Dschungelcamp ihr Taschengeld verdienen.